Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Brüder im bischöflichen Dienst, es ist sehr, sehr schön, dass wir in ökumenischer Verbundenheit heute hier sind. Herzlich grüße ich den EKD-Ratsvorsitzenden, Herrn Landesbischof Heinrich Bedford Strohm. Außerdem heiße ich willkommen den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing aus Limburg, der uns die Predigt halten wird. Zudem meinen Mitbruder, Regionalbischof Axel Pieper. Und etwas darf ich verraten, aber es war ja öffentlich. Georg Betzing hat erst vor wenigen Tagen einen runden Geburtstag gefeiert. Lieber Georg, nochmal auch hier herzlichen Glückwunsch. Und ich darf eines sagen, willkommen im Club. Im Club der 60-Jährigen, denn wir vier sind fast alle, wenige Monate trennt uns nur voneinander, 60 Jahre alt. Ein guter Jahrgang. Ich grüße auch unseren Herrn Staatsminister, Herrn Klaus Holleczek, sehr geehrter Herr Regierungspräsident Lohner, sehr geehrte Herren Abgeordnete Ulrich, lieber Herr Krenzle, sehr geehrte Frau Schabert-Zeitler, liebe Expertinnen und Experten, die Sie nachher an der Fachveranstaltung mitwirken, liebe Verantwortliche und Engagierte in der Begleitung Schwerkranker und Sterbender, liebe Schwestern und Brüder, auch die Sie jetzt am Computer an unserem Gottesdienst teilnehmen. Ich freue mich sehr, Sie alle heute hier in unserem Augsburger Dom und per Livestream zu unserem ökumenischen Gottesdienst anlässlich der Eröffnung der Woche für das Leben willkommen zu heißen. Leben im Sterben, das Thema dieser Woche, könnte kaum aktueller sein. Denn wir alle kennen vermutlich Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Wir wissen von der Not vieler Angehöriger, ihre Lieben auf ihrer letzten Wegstrecke nicht so begleitet zu haben, wie sie es sich gewünscht hätten. Wir alle kennen aber auch die Diskussion um das Recht auf Selbsttötung gerade am Lebensende. Unmerklich, aber wirkungsvoll ist die Diskussion darüber schon in vollem Gang, medial und politisch, wo das Thema schon Einzug in den Bundestag gehalten hat. Letztlich geht es um Freiheit und Selbstbestimmung. Liebe Schwestern, liebe Brüder, für uns Christinnen und Christen gilt, Sterben ist ein Teil des Lebens. Die Achtung vor dem Leben in jeder Lebensphase ist uns ein besonderes Anliegen, getragen von unserem Glauben an Gott, den Ursprung allen Lebens, und an die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind mittendrin in der Osterzeit. Die letzte Wegstrecke menschenwürdig und begleitet zu gestalten, darum geht es in der diesjährigen Woche für das Leben, die wir jetzt bewusst mit diesem gemeinsamen Gottesdienst beginnen wollen. Die für uns könnte Streit, die für uns
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass wir die Woche für das Leben 2021, wenn auch unter besonderen Umständen, heute hier in Augsburg eröffnen können. Im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz begrüße ich Sie sehr herzlich. Alle, die hier im Gottesdienst mitwirken, die Gemeinde hier bilden und Sie alle an den Bildschirmen daheim. Leben im Sterben. Als wir vor gut zwei Jahren den Titel für die Woche für das Leben festlegten, ahnte noch niemand etwas von der Pandemie. Von einer Pandemie, die uns allen, der ganzen Gesellschaft weltweit, die Verletzlichkeit, die Schutzbedürftigkeit des Lebens so nah vor Augen führen würde. Eine Pandemie, die zugleich so viele Perspektiven verrückt hat, im wahrsten Sinne verrückt hat. Dass auf einmal soziale Distanz den größten Schutz des Lebens bedeuten würde, das ist für mich bis heute schwer zu begreifen. Denn diese Distanz steht im Kern unseres menschlichen Wesens, dem, was Leben, lebendig sein bedeutet, doch grundlegend entgegen. Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Wir leben von der Begegnung, von dem Miteinander, von gegenseitiger Zuwendung und Nähe, auch von leibhaftigen Berührungen, gerade in den verletzlichsten Momenten des Lebens, bei Krankheit oder in der letzten Lebensphase, beim Sterben. Leben im Sterben. Unter diesem Motto macht die Woche für das Leben 2021 auf das Thema der Hospiz- und Palliativbewegung aufmerksam. Der englische Begriff Palliative Care vermag dabei das, um was es geht, noch besser zu beschreiben. Denn es geht nicht nur um nüchterne Versorgung, sondern es geht um mehr. Palliare kommt aus dem Lateinischen und heißt ummanteln. Care bedeutet neben der medizinischen, der pflegerischen Versorgung eine umfängliche Sorge. Fürsorge, Zuwendung, Umsorgung des ganzen Menschen. Nicht die Lebensdauer, sondern die Lebensqualität steht dabei im Mittelpunkt. Dem Leben nicht mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. So hatte Cicely Saunders, die Begründerin der modernen Hospiz- und Palliativbewegung, einmal ausgedrückt. So hat sie den Grundgedanken von Palliative Care auf den Punkt gebracht. Palliative Care nimmt den Menschen mit all seinen körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnissen in den Blick.
Dabei spielt eine vielgestaltige professionelle Begleitung durch Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Therapeuten, Seelsorgende eine ebenso wichtige Rolle wie die Begleitung durch Ehrenamtliche. Über 100.000 Ehrenamtliche engagieren sich in der Hospizbegleitung. Sie machen deutlich, die fürsorgliche und kompetente Unterstützung von Menschen am Lebensende ist ein Thema, das in die Mitte der Gesellschaft gehört. Wir alle zusammen bilden eine sorgende Gemeinschaft. Wir alle zusammen bilden den Mantel, mit dem nicht nur Schmerzen und Leiden, sondern die Kranken und Sterbenden sowie ihre Angehörigen selbst umhüllt werden. Als Kirchen möchten wir mit vielen Akteuren der Hospiz- und Palliativversorgung gemeinsam Verantwortung für Schwerkranke und Sterbende tragen. Wir sind dankbar und froh, dass diese Verantwortung in den vergangenen Jahren auch politisch erkannt wurde. Zum Beispiel in Form des Gesetzes zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland, das 2015 beschlossen wurde. Vieles hat sich in diesem Bereich seitdem positiv entwickelt. Dennoch sind wir längst nicht am Ziel. Als Kirchen ist es uns gerade auch vor dem Hintergrund der neuen Debatten um den assistierten Suizid ein wichtiges Anliegen, die palliative Begleitung am Lebensende noch einmal verstärkt in den Fokus zu rücken. Im vollen Bewusstsein, dass damit nicht alle Fragen rund um den assistierten Suizid schon beantwortet sind. Mit dem Thema der Woche für das Leben 2021, Palliative Care, Leben im Sterben, möchten wir einer Kernüberzeugung unseres christlichen Glaubens Ausdruck verleihen. Der Mensch ist in jeder Phase seines Lebens von Gott angenommen. Weder Tod noch Leben kann uns trennen von der Liebe in Christus. Daraus folgt für uns Christinnen und Christen, Kranken und ihren Angehörigen in ihrer herausfordernden Situation beizustehen. Wo Menschen existenzielles Leid erfahren, wissen wir, Gott ist nahe, gerade dann. Ich danke dem Bistum Augsburg, insbesondere Ihnen, lieber Bruder Bischof Bertram Mayer, und dem Kirchenkreis Augsburg-Schwaben, mit dir, lieber Regionalbischof Axel Pieper, sowie dem gesamten ökumenischen Vorbereitungsteam sehr herzlich, dass Sie die Gastgeberschaft für die bundesweite Eröffnung der Woche für das Leben 2021 übernommen haben. Möge Gott diesen Tag und die gesamte Woche für das Leben mit seinem Segen begleiten. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?
Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bette ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger, menschenfreundlicher Gott, im Glauben wissen wir, das Leben endet nicht mit dem Tod, sondern findet seine Vollendung bei dir. Wie wir im Tod deinem Sohn ähnlich werden, so dürfen wir vertrauen, dass wir auch mit ihm auferstehen. Sende uns deinen Heiligen Geist und hilf uns, unser irdisches Leben in deiner Gegenwart zu gestalten. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und die Welt in seinen guten Händen hält, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem 1. Petrusbrief. Dadurch soll sich eure Standfestigkeit im Glauben, die kostbarer ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist, herausstellen. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen, und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Nach dieser Rettung haben die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben über die Gnade weisgesagt, die für euch bestimmt ist. Sie haben nachgeforscht, auf welche Zeit und welche Umstände der ihnen wirkende Geist Christi hindeute, der die Leiden Christi und die darauf folgende Herrlichkeit im Voraus bezeugte. Christus ist auferstanden, er der Schöpfer des Alls, hat sich alle Menschen erbarmt. Halleluja, 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 Halleluja. Im Johannesevangelium im 14. Kapitel steht geschrieben: Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird,
der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Amen. Lasst uns unseren gemeinsamen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von dem Vater, Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, in der heiligen katholischen Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünde, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Schwestern und Brüder im Glauben, in Frieden sterben. Wer wünscht das nicht seinen Liebsten und auch für sich selbst? Es lässt sich vieles regeln und das Sterben auch schon im Leben vorbereiten, aber wir wissen auch, wie unverfügbar der Lebensanfang und das Lebensende sind. Keiner von uns kann absehen, wie wir sterben werden und wie wir selbst damit umgehen. Keiner von uns hat eine unmittelbare Erfahrung mit dem eigenen Tod. Meistens trifft die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit unvorbereitet und lässt Ängste, Sorgen und Trauer aufkommen. Menschen fürchten sich mitunter am meisten davor, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Wir sind es so sehr gewohnt, alles zu planen und selbstbestimmt zu entscheiden. Wir sind zufrieden, wenn wir alles im Griff haben. Und es ist ja richtig gut und verantwortlich, für uns selbst zu sorgen. Nun wird aber der Radius der eigenen Möglichkeiten in der letzten Lebensphase auf ganz natürliche Weise immer kleiner,
Und genau davor fürchten wir uns, genau deshalb beunruhigen wir uns und verzagen. Die Worte des Johannesevangeliums lassen sich da gut übertragen. Gute Begleitung ist darum wichtig in dieser Lebensphase, wenn die eigene Kraft weniger wird. Das wissen Angehörige nur zu gut, die ihre Lieben mit großem Einsatz umsorgen. Und es ist die Grundüberzeugung der Hospiz- und Palliativversorgung, dass die Sterbenden ganzheitlich begleitet werden sollen. Cicely Saunders, von ihr war schon die Rede, Begründerin der Hospizbewegung und bekennende Christin, wusste darum, dass Schmerzen zwar durch körperliche Veränderungen hervorgerufen werden, dass ihr Erleben aber stark von psychischer und physischer und sozialer Not und von spirituellen existenziellen Fragen beeinflusst wird. Das Beziehungsgeflecht, in dem die Patientinnen und Patienten leben, spielt also eine große Rolle. Besuche und Gespräche mit Angehörigen und Freunden, aber auch mit den Hospizbegleiterinnen und Begleitern können sinnstiftend und heilsam sein. Manchmal, das wissen wir ja selber, manchmal ist es sogar leichter, mit einem Fremden über schwierige Themen des eigenen Lebens zu sprechen, um nach Versöhnung zu suchen. Ganzheitlich bedeutet ebenso, dass die psychischen und seelischen Dimensionen ernst genommen werden. Glaube und Seelsorge werden dabei als sehr wichtig erfahren. Sich in Gottes Hand geborgen zu wissen, auf ein Leben nach dem Tod hoffen zu können, Vergebung zu erfahren und Gemeinschaft, das kann Frieden und Gelassenheit stiften, mitten im Sterben. Gott selber kann einen Frieden schenken, den die Welt nicht geben kann. Seine Nähe in allem Leiden und seine Zusage, dass wir eine Heimat bei ihm haben, kann uns einen Trost geben, der über alles hinausgeht, was wir aus uns selbst erreichen können. Einen Frieden, wie der Philipperbrief sagt, der alles Verstehen übersteigt. Jesus spricht von alledem in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium. Die drei Dimensionen leuchten auf, Liebe und Nachfolge, die Gemeinschaft stiftet. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Der Beistand, der Heilige Geist, das ist in solchen Situationen nicht einfach eine Idee, sondern sie wird konkret. Beistand, das heißt Paraklet, der Herbeigerufene, der Anwalt, der Tröster, der Helfer, das erfahren Menschen. Und das dritte, Frieden. Nicht wie die Welt. Frieden gebe ich euch. Friede als Geschenk des Herrn. Ich stelle mir vor, dass es so der Greise Simeon empfunden hat, der im Angesicht des Messias im Tempel sagen konnte, nun lässt du, Herr, deinen Knecht in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Die Kirche betet so jeden Abend, wenn die Nacht einbricht, wenn die Zeit des Schaffens zu Ende geht und uns Ungewissheit umfängt. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende wünschen wir dann und legen es in Gottes Hände, von dem wir es empfangen, hoffen. Ein gutes Ende. Wir haben es nicht allein in der Hand. Aber wir dürfen darauf hoffen, weil der Herr bei uns ist. Selbst da, wo Sterben ganz und gar nicht einfach ist, wir wissen das, es kann eine Qual sein, im psychischen und im physischen Sinn. Hoffnung braucht Bilder. Die Hand Gottes, die hält, das Haus mit den vielen Wohnungen als Ziel, Liebe stärker als Tod. Das sind solche Bilder aus unserem Glauben heraus, die Kraft geben. Und dennoch
sind auch im Glauben an die Auferstehung Ängste und Zweifel ganz natürlich. Sie dürfen sein und gerade in diesen Momenten tut Begleitung gut. Da stützt das Glaubenszeugnis anderer Menschen. Da leuchten Hoffnungsträger und vermitteln Frieden. Leben im Sterben, liebe Schwestern und Brüder, das war schon Thema der Woche für das Leben im vergangenen Jahr. Wir hörten es am Anfang dieses Gottesdienstes. Sie konnte im ersten Lockdown nicht begangen werden. Ein Jahr später ist dieses Leitwort Leben im Sterben mit vielen neuen Erfahrungen angereichert. Wir denken an die vielen Verstorbenen der Corona-Pandemie weltweit und bei uns im persönlichen Umfeld. An die Gedanken, die sich viele um das eigene Sterben, um die Grenzen des Lebens machen, die wir erfahren in diesen Monaten. Und überhaupt, täglich sterben Menschen, auch unabhängig von Corona, und sie sind alle betroffen von den Einschränkungen auf den Palliativ- und Hospizstationen, in den Kliniken, den Heimen und zu Hause, wenn Besuche und Abschied nicht wie sonst möglich sind. Das Thema der Woche für das Leben trifft so sehr das Empfinden vieler Menschen gerade jetzt. Und noch etwas hat sich verändert. Gesellschaftlich hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid die Debatte um ein selbstbestimmtes Sterben neu aufflammen lassen. Die Politik ist gefragt, ein neues Gesetz zu schaffen. Ich sehe das ehrlich gestanden mit großer Sorge, denn für mich ist hier eindeutig die Gefahr eines Dammbruchs gegeben. Wenn eine Legalisierung der Beihilfe zur Selbsttötung möglich wird, denn der Druck auf alte und kranke Menschen wird mit der Zeit wachsen, sich dem anheimzugeben. Seinem Leben selbst ein Ende zu setzen, das entspricht nicht dem christlichen Menschenbild. Als gläubiger Mensch bekenne ich, Leben und Sterben liegen in Gottes Hand, nicht in meiner Hand. Jeder Mensch behält in jeder Phase des Lebens seine Würde, unabhängig von seiner Verfassung, seiner Gesundheit und seiner Schaffenskraft. Wer unheilbar krank ist, der verdient die bestmögliche Fürsorge und Pflege. Die moderne Medizin und schmerzstillende Mittel machen viel Linderung körperlichen Leidens möglich. Aber es gibt eben auch seelische Schmerzen und auch die Sehnsucht nach dem Tod, wenn Einsamkeit und schweres Leid einen überwältigen. Aber die Erfahrung sagt auch, dass der Lebenswille zurückkehren kann, wenn Schmerzen gelindert werden und wenn ich als Mensch umsorgt bin. Hier arbeiten Seelsorgerinnen und Seelsorger Hand in Hand mit Pflegenden und Ärzten in der Hospiz- und Palliativversorgung sowie mit den Angehörigen. Hier wird Leben im Sterben Realität im besten Sinn. Darum danken wir allen, die hier unermüdlich zusammenwirken. Die christliche Hoffnung greift über den Tod hinaus. Ostern bezeichnet diesen weiten Horizont des Lebens. Die Auferstehung Jesu, das ist Wirklichkeit im Glauben und sie ist ja auch Verheißung des Herrn für uns. Denn er sagt, ich lebe und ihr werdet leben. Ich spüre, wie sehr mich das trägt und dankbar macht. Nach dem Leben und nach dem Leben im Sterben wartet nicht der Tod, sondern nur noch mehr Leben. Was für eine gute Aussicht. Amen.
Wir danken allen, die im Anliegen der Kultur des Lebens zusammenwirken, sagte uns vorher Bischof Georg Betzing. Und gleichzeitig bitten wir auch, denn damit Zusammenarbeit geschehen kann, braucht es auch Mittel. So ist die Kollekte am Ausgang für das Diakonische Werk Augsburg und das St. Vinzenz Hospiz bestimmt. Das Schlössle in Trägerschaft des Diakonischen Werks Augsburg ist ein palliativ kompetentes Pflegeheim und es steht dafür, die Rechte der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland konsequent umzusetzen. Der Verein St. Vinzenz Hospiz Augsburg, er wurde 1992 gegründet, um Beistand für schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige zu leisten. 1997 eröffnete der Verein in Augsburg-Hochzoll das erste stationäre Hospiz in Bayern, um Sterbenden ein letztes Zuhause zu bieten. Gerne, liebe Schwestern und Brüder, hätten wir im Anschluss an unseren Gottesdienst eine Begegnung auf unserem Domplatz mit vielen Informationsständen rund um unser Thema Leben im Sterben mit örtlichen Vertreterinnen und Vertretern aus dem Hospiz- und Palliativbereich angeboten. Aber pandemiebedingt können wir es eben heuer nicht machen. Und trotzdem will ich an dieser Stelle die Gelegenheit nützen, allen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden ganz, ganz herzlich zu danken für ihr Engagement im Bereich der Hospiz- und Palliativarbeit. Applaus allein genügt nicht und Winken auch nicht. Aber hier vom Altar aus mit Gottes Segen will ich das stellvertretend für meine Mitbrüder auch heute besonders tun. Und ich freue mich, dass um 12 Uhr die geplante thematische Veranstaltung zum Thema Leben im Sterben und wie Perspektiven im Gespräch stattfinden kann. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Kirche werden dabei sein. Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir die Veranstaltung im Internet live übertragen und sie wird auch aufgezeichnet, sodass sie auch später im Nachhinein noch angeschaut werden kann. Die entsprechenden Links werden auf den Homepages der Woche für das Leben, des Bistums, des Regionalbischofs, der Deutschen Bischofskonferenz sowie der EKD noch einige Wochen zur Verfügung stehen. Also nachklingen lassen im Herzen und unseren Gedanken Hand und Fuß geben. Lasst uns beten. Nach jeder Bitte sprechen wir gemeinsam: Herr, unser Schöpfer und Vollender, erhöre uns. Gnädiger und allmächtiger Gott, du bist ein Gott des Lebens. Du hast uns ins Leben gerufen und forderst uns auf, Leben zu schützen. So kommen wir zu dir und bitten dich, stärke uns, damit wir in deinem Sinne Leben fordern. Ganz besonders am Anfang und Ende, wenn das Leben meist schwach und wehrlos ist. Lass uns als deine Boten für das Leben eintreten. So rufen wir zu dir, Herr, unser Schöpfer und Vollender, erhöre uns.
Du Gott des Lebens, wir denken vor dir an Menschen, die an den Anforderungen des Lebens unter den Bedingungen von Corona zu zerbrechen drohen, die mit dem Leben hadern, ihm entfliehen wollen und verzweifelt sind. Erwecke in ihnen die Hoffnung auf ein erfülltes Leben im Lichte deiner Liebe und Gnade und schenke ihnen neue Zuversicht. So rufen wir zu dir, Herr, unser Schöpfer und Vollender, erhöre uns. Du Gott des Lebens, wir bitten dich für Menschen, deren Lebenswert in der öffentlichen Diskussion oder aus wirtschaftlichen Überlegungen in Frage gestellt wird, den Ungeborenen, den Behinderten, den unheilbar Kranken und Sterbenden. Wecke du in immer mehr Menschen den Impuls, sich für ihr Leben einzusetzen und sie zu unterstützen. So rufen wir zu dir, Herr, unser Schöpfer und Vollender, erhöre uns. Du Gott des Lebens, wir denken vor dir an die Menschen, die andere pflegen, begleiten, medizinisch oder seelsorgerlich betreuen. Schenke ihnen die Kraft für diesen wichtigen Dienst bis an die Schwelle zum Tod und lass sie Sicherheit und Zuversicht in ihrem eigenen Glauben finden. So rufen wir zu dir, Herr, unser Schöpfer und Vollender, erhöre uns. Du Gott des Lebens, wir bitten dich für die Menschen, die merken, wie ihre Lebenskräfte schwinden und die mit dem eigenen Tod durch die Pandemie auch sehr überraschend konfrontiert sind. Lass sie durch aufmerksame und umsichtigende Pflegende und Angehörige auf ihrem letzten Wegen liebevolle Begleitung erfahren, auch in der kreativen Nutzung der Medien. Birg du sie in der Hoffnung, dass du sie zu neuem Leben in deinem Reich erwecken wirst. So rufen wir zu dir, Herr, unser Schöpfer und Vollender, erhöre uns. Du Gott des Lebens, dein Odem lässt uns aufatmen und dein Geist erweckt in uns die Kraft zum Leben. Wir leben von deiner Barmherzigkeit und Güte. So beten wir, wie unser Herr Jesus Christus es uns gelehrt hat, der mit uns das Leben auf der Erde teilte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr
voller Liebe wie eine Mutter und gut wie ein Vater. Er segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen. Der Herr behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst. Er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Mit zärtlichem Blick erwärme er dich und löse bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig. Wenn Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Er sehe dein Leid. Er tröste und heile dich. Er gebe dir Frieden. Das Wohl des Leibes, das Heil deiner Seele. Amen. Oh.